Ja, guten Morgen, liebe Motorradfreunde. Moin. Hier sind Dietmar und Markus vom Motorradtest.de. Lustig. Wir testen heute für euch die KTM 1290 Super Duke GT. Ein Motorrad, das wir schon mal getestet haben, allerdings nicht Markus und ich, sondern damals noch mit Stefan. Das ist 3-4 Jahre her. Das hier ist jetzt die aktuelle 2022er Maschine. Und ja, die Super Duke GT gibt es schon seit 2016. Ich habe gerade gestern gehört, dass Dennis hier einer der Mechaniker, der fährt eine von 2017. Er sagt, das ist ein richtig geiles Bike. Und wollen wir mal gucken, ob das stimmt. Diese Maschine hier kostet jetzt, so wie sie hier steht, 20.349 Euro. Das ist der Basispreis. Also man kann natürlich noch ein bisschen was dazu buchen. Da kommen wir dann später drauf zu. Ein Langstrecken-Streetfighter, zu dem KTM selber sagt, die KTM 1290 Super Duke GT musst du dir als bequeme Interkontinentalrakete. Also, liebe Leute von KTM, ihr seid ja, ne, Austria und so, ihr seid ja manchmal so ein bisschen derbe, das finden wir eigentlich auch ganz geil, ne? Aber also dieses Wording in diesen Zeiten, das geht nicht, das müsst ihr mal ändern. Also natürlich ist es eine interkontinentale Rakete, man könnte aber auch sagen, es ist ein schnelles Motorrad. Es gibt dieses Bike nur in einer Farbe, nämlich so wie sie hier steht, orange. Basis ist die Super Duke R, gibt jetzt für dieses 2022er Modell viele, viele technische Updates, werden wir alles im Laufe des Videos euch brühwarm servieren. Und das Ganze dauert wie immer 30 Minuten. Ne? Heute bei allerschönstem Wetter hier haben wir uns eingefunden in Haseldorf bei Motorrad Rusa. Wir stehen hier auch vor der riesigen, riesigen Verkaufshalle. Hier gibt es KTM und Yamaha Motorräder. Ganz viele Vorführer. Alles, was ihr euch vorstellen könnt von KTM und Yamaha, könnt ihr hier bei Motorrad Rusa euch nicht nur anschauen, sondern auch mal Probe fahren. Und ja, hast Bock? Ich glaube schon, ja. Markus ist noch ein bisschen müde, aber den werke ich gleich mal eine Runde. Erstmal einen Kaffee hier vom neuen Kaffee. Erstmal einen Kaffee. Genau. Ja, wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck bereit gestellt. Wünschen euch viel Spaß bei diesem Video und schon geht das los. So, was ihr jetzt nicht sehen könnt, wir fangen jetzt nochmal an. Wir haben gerade schon eine Reihe Takes gedreht ohne Ton. Jetzt machen wir dieselben Takes nochmal mit Ton. Und fangen an mit den Ausmaßen unserer KTM 1290 Super Duke GT. Die Maschine ist 2,22 Meter lang, hat eine Sitzhöhe von 835 mm. Der Radstand beträgt 1,48 und die Maschine wiegt voll 234 Kilogramm. Zulässiges Gesamtgewicht 460 Kilo. Ganz schön harte Sitzbank. Sagst du so? Wie immer testen wir natürlich auch den Sozius-Komfort. Natürlich. Gerade bei einem solchen Touring-Gerät auch nicht ganz unwichtig. Mhm. Ja. Also ich sitze super. Haltegriffe habe ich nur hinten einen. Mhm. Der ist zwar gut, aber ja, ein bisschen arm, ne? Ansonsten sitze ich aber super gut. Also ja, ich kann gut über dich drüber gucken. Hab ausreichend Platz. Wie ist denn die Sitzbank für dich? Ist sie bequem? Die ist bequem, aber sie ist auch eher straff. Aber ich finde es gut. Also ich fühle mich wohl. Okay. Und würde sagen, hier würde ich auch als Beifahrer durchaus mitfahren. Die Tour mit dir wagen. Sehr schön. Ja, dann schauen wir uns mal das Cockpit und die Bedienelemente gemeinsam an. Hier gibt es einiges Neues bei der 2022er KTM 1290 Super Duke GT. Rechte Bedienelemente hier, Warmblinkanlage, das ist die Zündung. Dann haben wir hier einen Anlasser und Killswitch. Und hier haben wir diesen Custom 1-2-Schalter. Da kann man sich halt eine spezielle Konfiguration drauflegen. Mhm.
Ja, zeige ich gleich nochmal vielleicht. Auf der linken Seite hier die neuen KTM-Schalter kennen wir schon von der Super Adventure und von der Super Duke R. Das ist das Steuerkreuz, Zurücktaste, das ist der Tempomat, Blinker, Hupe und dann haben wir hier so einen Drückschalter. Damit kann man, meine ich, zumindest die Traktionskontrolle, die ist nämlich mehrstufig, hier rauf und runter switchen. Da gibt es dann auf der anderen Seite noch einen Minusschalter. Oben haben wir dann die Fernbedienung. Fernbedienung. Ja, Fernbedienung. Passt ganz gut zu der Maschine. Denn achtet mal drauf, was jetzt passiert hier, Leute. Das ist irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ist das eigentlich, das ist fast schon iPad-Größe, würde ich mal sagen. Jo. Das ist auch noch größer als bei dem Vorgängermodell und ich glaube sogar noch größer als bei der Super Adventure. 7 Zoll großes Farb-TFT-Display. Finde ich ganz angenehm. Ja. Ich bin zwar gar nicht so der Display-Fan, aber es ist sehr gut ablesbar, ja, und groß genug, selbst für meine alten Augen. Genau. Genau. So, was sehen wir hier? Wir sehen Geschwindigkeit, Ganganzeige, das ist der digitale Drehzahlmesser. Dann haben wir hier unten so einen kleinen, hier haben wir einen Bordcomputer. Das sind die Einstellungen hier, die Dämpfung. Das hier ist die, die Federbasiseinstellung ist im Moment nur auf Fahrer eingestellt. Achso, das sollte man vielleicht noch mal kurz erwähnen. Die Maschine hat ein semiaktives Fahrwerk, also ein elektronisches Fahrwerk. Vielleicht magst du mal hier die Stellmotoren einfangen. Geht das von da oder die andere Seite? Oh. Das sind hier halt die Zug- und Druckstufeneinstellungen. Da sieht man hier ist so ein Stellmotorkäbelchen. Also das läuft hier alles elektronisch. Und ja, ansonsten haben wir noch im Display halt die üblichen Kontrollleuchten. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal so ein bisschen hier zumindest ins Menü. Ich zeige jetzt nicht alles, das würde nämlich viel zu lange dauern. Was sehr geil ist, ist, hier ist alles animiert. Und dieses Grüne hier ist nicht immer grün, also das ist der Luftdruck zum Beispiel, sondern zum Beispiel in diesem Falle wird es halt rot werden, wenn der Luftdruck nicht mehr stimmt. Und das ist wirklich ganz gut gemacht mit diesen Piktogrammen, finde ich. Ja. Also sehr, man versteht es irgendwie. Eingänglich. Ja. Genau, ja. Ist echt cool. So, wir gucken mal schnell Udo. 17 Kilometer. Okay, so, zurück. Warnung haben wir mal schnell überflogen. Dann haben wir hier den Bordcomputer. Das sind hier die Einstellungen, Fahrmodi. Es gibt serienmäßig 3 Fahrmodi, Sport, Rain, hier schön mit blauer Wasserlache und Street. Und dann gibt es noch optional ein Supermoto-Modus für die Drifter unter euch. Da kann man dann das ABS abschalten. ABS-Modus, Road, ach nee, guck mal, das hat die sogar. Mhm. Ach, ist das vielleicht sogar Serie? Das ist dann doch wohl Serie. Nehme ich alles zurück, was ich eben gesagt habe. Road oder eben Supermoto. Das hier ist die Traktionskontrolle und da hat KTM auch noch mal ein bisschen aufgesattelt. Die ist nämlich jetzt gekoppelt an die 6-Achsen-IMU. Die Maschine hat nämlich eine 6-Achsen-IMU, also sprich die Schräglage wird hier kontrolliert. Das hier ist die, die Federungseinstellung, also hier die Dämpfung, kann man halt, wie gesagt, elektronisch einstellen, auch zum Beispiel auf Komfort. Das werde ich gleich mal machen, wenn ich fahre. Ja, ein bisschen Komfort. Ja. Ne. Oder im Sport, dann ist das halt alles ein bisschen straffer. Und hier die Zuladung, da sieht man eben auch, wie Markus schon angedeutet hat, hier schön Fahrer und Gepäck. Also im Grunde genommen bedienbar, ohne lesen zu können. Fahrer und Sozia natürlich. Fahrer und Sozia mit Gepäck. Und da gibt es noch Faria, Sozia, Gepäck, Zelt und Schrankwand. Nee, gibt's nicht. Auf jeden Fall sehr geil gemacht, wirklich sehr, sehr geil gemacht, muss man echt sagen. Ja. Man kommt da super gut mit klar und hier zum Beispiel, kann man ja nochmal eben reingehen, hier kann man sich diesen Schalter hier rechts so ein bisschen belegen mit seinen Favoriten und so weiter und so weiter. Also wirklich toll gemacht. Was hat die Maschine sonst noch so zu bieten? Ich muss gerade mal hier auf meinem Zettel schauen. Es gibt eine Turn-by-Turn-Navigation, das ist auch neu. Es gibt's oder gab es bei der Super Adventure, glaube ich, auch noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist hier bei der Super Duke GT auch neu hinzugekommen. Dazu benötigt man aber die KTM MyRide App und dann kann man sich da halt so eine Navigation aufs Display legen. Wunderbar. Dann haben wir hier heizbare Handgriffe in Serie dabei. Es gibt einen Tempomaten, ja, den haben wir schon gezeigt. Dann gibt es hier auch diese schöne Packtaschenhalterung, die ist auch in Serie dabei. Zu den Zubehörteilen kommen wir später nochmal. Da gibt es natürlich jede Menge Koffer und Taschen und so weiter. Dann haben wir auch noch eine Reifendruckkontrolle und Volker wird sich freuen. Es gibt auch hier an der KTM 1290 Super Duke GT eine automatische Blinkerrückstellung mit eines der wichtigsten Features ever. Aber man muss sagen, es ist relativ viel in Serie dabei, finde ich, bei der GT jetzt. Ja, ne? Es ist wirklich fast alles dabei. Also was nicht dabei ist, wenn ihr aufgepasst habt, ist was? Der
Der Quickshifter. Genau, der Quickshifter. Den muss man dazu kaufen. Allerdings gibt es hier zwei Packs, also zwei Pakete bei KTM. Es gibt einmal das sogenannte Track Pack für 340 Euro. Da ist dann eine Wheelie und Launch Control dabei, wenn man mal irgendwie Gas geben will, ohne nachdenken zu müssen. Und es gibt, finde ich, eigentlich noch interessanter fast, das Tech Pack. Gut, das kostet 1072 Euro. Aber da ist dann eben auch dieser Quickshifter Plus dabei in beide Richtungen und eine Motorschleppregelung und eine Hill Start Control. Und das Trackpack ist da auch gleich noch mit. Ja, ja, ist gut. Ja? Und noch eine Banane und ein Aal und irgendwie noch ein Brötchen. Also Leute, kauft euch lieber gleich das Techpack, dann seid ihr irgendwie, dann habt ihr alles, was es so gibt an dieser schönen KTM 1290 Super Duke GT. Es werde Licht auf unserer KTM 1290 Super Duke GT. Dazu machen wir die Maschine mal an. Nicht schlecht. Ready to race. So, ich muss, um das Tagfahrlicht anzumachen, den Motor anmachen. Es wird also laut. So. Jetzt kann man das Tagfahrlicht vorne sehen. Ich mache hier nochmal Lichthupe, Fernlicht, Blinkerei und die Warnblinkanlage. Und die Blinker sind ja ganz schön, finde ich, unter dem Licht integriert in die Maschine. Ich mache mal den Motor aus, dann hört ihr mich auch. Alles natürlich voll LED und ganz schick gelöst. Und wir haben natürlich auch das vorhin schon erwähnte Kurvenlicht an dieser Maschine. Genau, und das Kurvenlicht ist hier auch gekoppelt an die Schräglagensensorik. Das heißt, anders als bei anderen Maschinen geht es nicht über den Lenkeinschlag, sondern ich glaube zusätzlich sogar auch noch über die Schräglage. Also sehr ausgefeilt. Ich zeig's mal hier. Das ist das Kurvenlicht über den Blinker. Echt gut gemacht. Hinten haben wir auch Licht auf unserer KTM. Ich bremse noch mal eben. Und auch hier machen wir die Warnblinkanlage nochmal an. Oh, Warnblinkanlage. Sieht richtig cool aus hinten, das Licht. Das sind nämlich so fünf Streifen. Das kannst du jetzt nicht sehen, aber ich sehe es. Ich glaube dir das. Ganz stramm. So, wir begeben uns auf unsere Probefahrt mit der KTM Super Duke GT 1290 vergessen. Naja. Also, wie gefällt mir die Maschine? Ich finde, die sieht ganz schick aus, wobei Licht, der eine oder andere weiß das von mir schon, ich bin nicht so der KTM-Design-Fan, warum auch immer. Finde es aber bei der weniger schlimm als sonst. Vielleicht gewöhne ich mich langsam dran. Wir nehmen mal Platz. Was sofort ins Auge springt, ist dieses große TFT-Display. Auch davon bin ich nicht unbedingt ein Fan, aber es wird natürlich immer üblicher. Und man muss sagen, es ist hier wirklich gut gelöst. Ich mache die Maschine mal an. Schön groß, schön ablesbar, schön übersichtlich. Da habe ich nichts zu meckern. Blick nach hinten. Ist gut. Habe ich auch nichts zu meckern. Wie sitze ich auf der Maschine? Relativ straff, die Sitzbank, mag ich aber. Also ich fühle mich wohl. Es ist so ein bisschen, ja, es ist halt so ein bisschen so der Kompromiss, sage ich mal, zwischen Sport und Reise. Man ist schon, ja, der Kniewinkel ist etwas spitzer, man ist leicht nach vorne gebeugt. Also es ist nicht so super gemütlich wie auf manch anderem Tourenmotorrad. Aber ich glaube, das zeichnet die Maschine auch aus, dass wir hier eben so ein Zwitter aus Sport und Tour haben, der eben beide Bedürfnisse ganz gut bedient. Aber wie das so ist, wenn man mehrere Bedürfnisse bedient, muss man natürlich auf allen Seiten auch immer leichte Abstriche machen. Aber unterm Strich sitze ich hier ausgesprochen gut und habe da nichts zu meckern und kann mir durchaus vorstellen, mit diesem Motorrad weite Touren zu machen. Das Angenehme ist, du kommst natürlich mit dem Ding auch echt vom Fleck. Weil die hat nämlich ganz schön Power mit dabei. Da passiert mal richtig was. Und das macht auch wirklich Spaß. Ich bin schon ein bisschen länger gefahren und habe vorhin mir so Gedanken gemacht, wie ich bin ja jemand, der ganz gerne auch mal längere Reisen mit dem Motorrad macht und habe mir dann so die Frage gestellt, wie viel Leistung brauche ich denn oder brauchen, von brauchen kann man hier nicht sprechen, wie viel Leistung ist denn angemessen. Ich finde tatsächlich 175 PS schon sehr reichlich.
muss ich sagen. Aber klar, natürlich ist es auf der anderen Seite auch schön, Reserven zu haben und mal Gas geben zu können, wenn man das denn will. Und das kann man hier wirklich, also 175 PS, das finde ich reicht dicke. Kann man anderer Meinung sein. Ich finde es fast ein bisschen zu sportlich, jetzt aus diesem Reiseaspekt heraus, aber das schadet ja auch nichts. Ansonsten habe ich mich vorbereitet auf die Maschine und ich mache das immer so, dass ich mir dann immer so ein bisschen was ausdrucke und mir das schon vorher so ein bisschen durchlese. Und da war ich ganz angetan. Dieses Mal war ich untergliedert mir das immer so ein bisschen nach, was weiß ich, Motor, Fahrwerk und so weiter. Und der Teil mit den elektronischen Helferlein ist seitenlang gewesen. Ich habe dann irgendwann kapituliert. Also es gibt wahnsinnig viel an der Maschine. Das ist auch alles ganz gut gemacht. Was wir hier nicht haben, haben wir, glaube ich, eingangs schon erwähnt. Also hier ist der Quickshifter an dieser Testmaschine nicht freigeschaltet. Das ist ja bei KTM letztlich eine reine Softwarefrage. Das muss nur freigeschaltet werden. Gegen eine geringe Gebühr kann man das tun. Ansonsten hat die Maschine, ja, ich möchte was sagen, KTM untypisch schon relativ viel mit an Bord. Also von den Heizgriffen angefangen und. Es ist relativ viel schon mit an Bord. Da steht der Didi und macht nochmal ein schönes Bild. Also ausstattungsmäßig, glaube ich, bleiben hier keine Wünsche offen. Ob man das nun alles im Einzelnen braucht oder nicht, ihr wisst das, das ist immer dasselbe, jeder muss das selbst entscheiden. Ich bin da ehrlich gesagt eher ein spartanischer Zeitgenosse, aber wie auch immer, es ist hier alles schön gelöst und auch hier, ich kann das ja mal eben zeigen, das Display, alles übersichtlich, gut ablesbar, auch während der Fahrt gut bedienbar, also da habe ich schon deutlich Schlimmeres erlebt, insofern. Ich brauche das wahrscheinlich nicht alles, aber es ist gut gemacht. So, jetzt fahren wir mal vorne nochmal auf die Landstraße und wollen nochmal ein bisschen Gas geben, weil das ist, glaube ich, der interessante Punkt an diesem Motorrad. Die hat echt Wumms. Und was ich auch sagen muss, was mich so beim ersten Anlassen der Maschine schon beeindruckt hat, ist der Sound. Die klingt echt geil, ist allerdings für mein subjektives Empfinden relativ laut, wenn ich das so sagen darf. Ist natürlich für den, der sie fährt, eine schöne Sache. Für die, die daneben stehen, glaube ich nicht. Aber das ist die alte Debatte. So, wir geben mal Gas. Ja. Da passiert schon richtig was. Also das ist wirklich ein flotter Zeitgenosse. Vorteil, lange Tour, was weiß ich, was ich zum Beispiel gerne mal mache, ich fahre nach Bayern, weil mir die Alpen Spaß machen und dann bohre ich da auf der Autobahn halt erstmal runter und das ist natürlich mit so einem Ding ganz geil, weil da kommst du nämlich auch zeitig an und kannst dann die Alpen genießen. Also das, glaube ich, ist was mit diesem Motorrad ausgesprochen gut geht, die weite Strecke eben runterreißen, um am ersehnten Ziel anzukommen, in kurzer Zeit und dann mit demselben Bike Spaß in den Alpen zu haben. Also ein nicht ganz ungelungenes Konzept, wie ich meine. Und ich habe hier wirklich reichlich Spaß auf dieser KTM 1290 Super Duke Grand Tour. So, technisch starten, der KTM 1290 Super Duke GT. Wir beginnen mit dem Rahmen, typisch KTM. Chrom-Molybdän Gitterrohrrahmen, natürlich orange lackiert und hier ein angeschraubter Heckrahmen, auch in Gitterrohroptik, allerdings schwarz lackiert. Kann man abnehmen, der ist auch ein bisschen verstärkt worden gegenüber dem Vorgängermodell. Macht ja bei dem Touring-Konzept auch Sinn, ne? Genau. Genau. Ja, das Fahrwerk kommt wie gesagt von WP, von der KTM-Tochter, ein Apex-semiaktives elektronisches Fahrwerk. Vorne haben wir eine Upside-Down-Gabel mit 48 mm Standrohrdurchmesser und eine, ja, voll einstellbar. Genau, Zug- und Druckstufe und Federbasis kann man auch einstellen. Und vorne haben wir eine
17 Zoll Felge, das ist ein bisschen was Besonderes hier bei der Super Duke GT. Normalerweise haben Tourer oder Reise-Enduros oder so ja gerne 19 Zoll, manche auch 21 Zoll oder 18 Zoll. Aber hier halt sehr sportlich, eine 17 Zoll Felge. Aufgezogen ist hier der Conti Sport Attack 4 und der Reifen kommt in der Dimension 120-70. Das ist alles sehr klassisch. Federweg vorne liegt bei 125 mm. So, dann schauen wir uns mal die Federung hinten an. Das ist natürlich auch von WP ein Monoschock-Federbein. Auch das ist natürlich voll einstellbar. Hier mit so einer weißen Feder versehen. Sehr schick gemacht. Das ist hier der, ich glaube, da ist der Motor drin für das semi-aktive Fahrwerk, also für die elektronische Dämpfereinstellung. Und was habe ich hier noch? Ja, Federweg hinten 156 mm. Und Bremsen machen wir gleich. Wir schauen erst noch mal auf das Hinterrad. Das ist hier auch eine 17 Zoll Felge natürlich. Was ich ein bisschen schade finde, ist hier die Tüte. Also die Tüte an sich finde ich schon in Ordnung, aber die Maschine hat ja eine Einarmschwinge. Und da finde ich das ja eigentlich immer richtig geil, wenn man halt das Hinterrad komplett sehen kann. Ist hier aber nicht der Fall. Was aber hier der Fall ist, sind diese sehr, sehr leichten Alu-Gussräder. Und da hat KTM gegenüber dem Vorgängermodell ein Kilo eingespart, hört sich lächerlich an, aber das gehört ja zu den ungefederten Massen, die Felgen. Insofern ist das schon eine Sache, die der Handlichkeit sehr, sehr dienlich ist. Ja, dann schauen wir nochmal auf die Bremsanlage. Jetzt beginnen wir mal hinten, weil Markus hier sowieso schon steht mit der Kamera. Hinten haben wir vom Brembo einen Zweikolben-Festsattel und die Maschine hat einen Kurven-ABS von Bosch vom Typ 9ME. Jetzt rennen wir mal einmal nach vorne und schauen uns noch mal, da kommen Pferde, schauen uns noch mal die Doppelscheibe hier an. Doppelscheibe mit 320 mm Durchmesser, Brembo, Vierkolben, radial verschraubter Festsattel. Hallo. Geht das so? Hallo. Ach so, ja. Ja, gehen Sie ruhig durch. Ja, nicht, dass das Pferd jetzt hier mit dem Motorrad wegfährt, ne? Das wäre bestimmt blöd. Nein. Nein, tut's nicht. Was sind das für Naturaufnahmen? Das ist ein natürliches Zweirad. Okay. Ja, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Bremssattel. Genau. Wie gesagt, radial verschraubter Brembo, Vierkolben-Festsattel, habe ich alles schon gesagt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die andere Seite und schauen uns nochmal diese schöne Einarmschwinge an. Ich finde, das macht KTM immer extraordinär schön. Hier dieses geschwungene, sehr organisch wirken. Der sieht aus wie so ein Delfin im Wasser. Naja, wollen wir nicht übertreiben, aber ich finde es echt schön gemacht. Wir haben hier auch eine Hinterradabdeckung. Das ist gut für den Spritzschutz. Wir haben leider nur einen Seitenständer. Hauptständer, hattest du geguckt? Also ich bin mir nicht sicher, aber wenn ich mir die Auspuffanlage unterhalb angucke, wird es wahrscheinlich nicht so einfach. Ja, wo soll der hin? Aber ja, ich weiß es nicht. Ja. Sind wir wieder gut vorbereitet, wissen wir nicht. Aber ich befürchte auch, es gibt keinen Hauptständer. Gut, dann kommen wir jetzt zum Motor. Der hat sich ein bisschen geändert. Der ist natürlich jetzt nach Euro 5 homologiert. Es ist immer noch der gute alte LC8 V2 von KTM mit 1300 Kubikzentimetern Hubraum. Flüssigkeitsgekühlt, die ganze Kiste. Leistung hat sich ja eigentlich nicht verändert, aber dann irgendwie doch. Und zwar leistet die Maschine 175 PS. Jetzt allerdings, which is a lot. Which is a very lot, genau. Markus ist schon gefahren. Der muss sein Adrenalinspiegel erstmal wieder ein bisschen runterbekommen. Aber egal, also diese 175 PS liegen an bei 9750 Umdrehungen. Das ist ein bisschen später als bei der Vorgängerin. Mhm. 141 fette Newtonmeter, 141 Newtonmeter, Leute. Wie viele Newtonmeter nochmal? 141, bei 7000 Umdrehungen. Und ja, irgendwo habe ich gelesen, dass die Maschine 260 rennen soll. Ob das stimmt? Kannst du ja gleich mal ausprobieren. Gleich mal hier im Wald ausprobieren. Genau, ja. Sechsganggetriebe haben wir hier und natürlich eine Anti-Hopping-Kupplung. Und jetzt kommen wir mal zu einem, finde ich, auch sehr erfreulichen Thema. Und das ist das Thema Verbrauch, Reichweite. Dieser Tank hier hat nämlich wie viel Liter? 23 Liter. Das finde ich auch bei einer Tourenmaschine echt gut. Das ist richtig cool. Da muss man nicht alle zwei Sekunden zur Tankstelle, so wie ich das machen muss mit meiner kleinen Maschine. Aber gut, das ist auch kein Tourer. Das hier ist ein Tourer. Verbrauch liegt bei 5,7 Litern und die Reichweite zumindest theoretisch hier bei 400 Kilometern, je nachdem, wie schnell ihr fahrt. Da kann man doch mal mit arbeiten. Genau. So, liebe Leute, wir haben jetzt hier im KTM-Zubehörbereich von Motorrad Rusa Platz genommen und wollen euch noch mal ganz kurz was zum Thema Zubehör sagen. Zur KTM 1290 Super Duke GT, nicht einschlafen. Also, Kofferset gibt es.
Das kostet, das ist dieses Integrierte, was ich ziemlich cool finde. Ja. Das hatte ich damals auch an meiner Adventure und das funktioniert einfach prächtig. Und es kostet hier bei der GT nur, jetzt werden mir viele an den Hals springen, 780 Euro. Das ist aber echt okay, der Preis. Ja. Also guckt euch um bei BMW, bei anderen Herstellern. Also das ist in Ordnung. Top Case, wenn man dann die komplette Vollhütte haben will, kostet nochmal 292 Euro obendrauf. Ich glaube allerdings ohne Platte, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ist egal. Tankrucksack 185 Euro. So, dann habt ihr aber wirklich, dann könnt ihr irgendwie... Ja, und letzten Endes, also wenn man sich ein Tourenbike kauft, um Touren zu machen, ist das auch alternativlos, dann braucht man eine Gepäcklösung, fertig. Genau, das stimmt. Vor allem, genau, diese, ich meine, es gibt ja, man kann auch eine Rolle nehmen, ne? Aber das ist irgendwie an so einem schönen, teuren Bike irgendwie auch so ein bisschen Frevel, ne? Na, Frevel, weiß ich nicht, aber es hat schon Vorteile, einen festen Koffer am Motorrad zu haben, den du abschließen kannst. Man kann es abschließen, der wasserdicht ist, den man nicht eben mal runterklauen kann. Und so. Also Leute, überlegt euch das, 1000 Euro alles zusammen, dann habt ihr viel Platz, viel Stauraum. Ja, was gibt's noch? Es gibt noch eine Comfy-Sitzbank und zwar eine beheizte und die hatte ich auch. Ich sag heute mal, hatte ich alles. Ja, hatte ich auch tatsächlich alles. Und die solltet ihr euch wirklich angucken. Also nicht, weil sie beheizt ist. Das ist vielleicht jetzt, braucht man jetzt nicht so unbedingt. Heute war das nicht so wichtig. Nee, heute war das zum Beispiel nicht so wichtig. Aber die sind wirklich super komfortabel. Mhm. Also die hier ist ja, ich fand sie jetzt nicht unkomfortabel, die Seriensitzbank, aber es ist schon ein bisschen... Also die ist straff, ne? Aber man sitzt gut, finde ich. Also ich. Aber das ist natürlich, ne, jetzt bei so einem Test sitzen wir da keine Tage lang drauf. Nee, genau. Ja, ja. Also wie gesagt, ich kann diese Comfy-Sitzbank nur empfehlen. Gibt es natürlich auch für den Sozius. Kostet 240 Euro. Und was ist bei KTM mittlerweile? Also übrigens muss man auf die Webseite gucken von KTM, also in den Konfigurator oder auch so auf die Webseite. Was es da mittlerweile alles gibt, so an Zubehör. Krabart. Wahnsinn, echt. Und auch richtig gute Sachen. Es gibt zum Beispiel jetzt auch eine Zusammenarbeit offensichtlich mit SP Connect. Das sind diese supergeilen Handyhalter, ne? Mhm. Kriegt man dafür 87 Euro. Also schaut mal rein auf der Webseite. Es gibt natürlich wesentlich mehr an Zubehör, aber das soll es jetzt mal hier an dieser Stelle gewesen sein. Jetzt hole ich mir erstmal einen Kaffee. Du auch einen? Milch und Zucker? Nein. Schwarzbier. Erstmal einen leckeren Cappuccino. So, Beschleunigung auf der KTM 1290 Super Duke GT. Ich bin im Sportmodus. Insta läuft, GoPro läuft, Markus läuft, alles klar. Mal sehen, was ich hier so hinkriege. 3, 2, 1, los geht's. Oh. Alter. Oh. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich traue mich ja gar nicht, richtig am Hahn zu drehen, weil ich dann befürchte, dass sie mir wegfliegen würde. Tut sie wahrscheinlich nicht, ich weiß gar nicht. Die hat, glaube ich, sogar eine Wheelie Control, aber oh Mann, ich habe echt ganz vergessen, wie geil dieser V2 von KTM ist. Bin ich lange nicht mehr gefahren. Oh je. Aber oh, Wahnsinn. Also das Ding ist echt eine Interkontinentalrakete, das muss man leider zugeben. Ja, Teil 2 der Probefahrt. Jetzt sieht man hier am Steuer und als allererstes machen wir mal einen kleinen Bremstest, weil ich schon festgestellt habe, dass dieses Ding hier bremst wie verrückt. Also wirklich, können wir hier einfach mal machen. Hinter mir kommt auch keiner, den lassen wir nochmal vorbei. So, jetzt gehe ich hier mal die Eisen, achte mal drauf. Und zack! Oh, ABS regelt vorne wie verrückt. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Reifen noch so frisch sind, dass ich noch nicht so richtig viel Grip habe. Aber auf jeden Fall ist auch egal. Lasst euch gesagt sein, die Bremsen sind richtig allererste Sahne. Ein Stieglitz war das. Und ja.
Also die ganze Maschine, also ich bin ja früher selbst KTM gefahren und ich bin jetzt irgendwie lange keine KTM mehr gefahren, ist mir heute Morgen gerade aufgefallen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Bestimmt 3-4 Monate. Und oh, ich liebe diesen V2, also wirklich. Das ist ja der gleiche im Grunde genommen wie auf der Super Duke R. Und von der Leistungsentfaltung her und so ist es auch das gleiche. Also das ist einfach echt ein Biest. Und dieser V2, der hat ja dieses typische von unten, dieses Gebollere, was allerdings mir auch schon aufgefallen ist, kann ich nochmal eben machen. Ich gehe jetzt mal hier runter. Ich bleibe mal im vierten. So, jetzt bin ich bei 1000 Umdrehungen. Jetzt gebe ich Gas. Also da, okay, Kette hat jetzt nicht geschlagen, aber das merkt man dann natürlich. Ne? Also so untenrum, er kommt zwar, aber der Motor haut dann ganz schön auf die, ja, auf den ganzen Antriebsstrang. Also sei es jetzt Kette oder was auch immer. Oh, was ist denn hier los? Na, da biegt einer ab. Ja, genau, das mache ich auch mal. Ich biege auch mal ab. Ja, ansonsten, Markus ist ja vorhin schon mit euch gefahren. Ich will das jetzt auch nicht zu lang machen und alles wiederholen, was er eh schon gesagt hat. Also ich fühle mich hier pudelwohl auf dem Ding. Und ich finde vor allem, und das finde ich echt überraschend, das hätte ich nicht gedacht, die Maschine ist ja, das ist ja keine kleine Maschine, das ist ja eine große Bike. Aber trotzdem fühle ich mich hier total geborgen, kann man fast schon sagen. Also total sicher. Ich habe das Gefühl, ich habe die Maschine im Griff. Und ich habe auch das Gefühl, ich komme mit der Leistung klar. Also es gibt ja so einige Maschinen, da kriegt man dann irgendwie echt schon fast Angst, Gas zu geben. Das ist hier aber irgendwie nicht der Fall. Frage mich nicht, warum das liegt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das so. Und ja, das ist doch mal sehr angenehm. Windschutz ist gut, aber nicht sehr gut. Also es ist ein bisschen laut, jetzt hier so bei 100 etwa. Vielleicht ist das Windschild jetzt auch nicht so perfekt eingestellt, aber es ist eher tendenziell ein eher kleineres Schild, was ich ja eigentlich gar nicht so schlecht finde, sodass der Helm noch einigermaßen im Wind liegt. Es gibt ein paar, oh, was liegt denn hier auf der Straße? Ein paar Turbulenzen, aber das ist in Ordnung. Also es ist jetzt wirklich, wie eben gesagt, also es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch kein super Reise-Enduro-Schrankwand-Feeling, was man hier hat auf dem Ding. Ja, ansonsten funktioniert das alles perfekt hier auf der Maschine, muss ich sagen. Ich finde auch die Sitzposition super angenehm. Sie ist noch aufrechter und mehr, ja, noch tourentauglicher eigentlich, als ich das so von den Bildern her vermutet hätte. Ich sitze wirklich sehr aufrecht. Und ja, so könnte ich also den ganzen Tag in der Gegend rumfahren. Da würde ich garantiert keine Rückenschmerzen kriegen oder so. Das ist schon alles sehr in Ordnung. Bedienung finde ich auch super hier mit diesem Steuerkreuz. Das ist einfach mega intuitiv. Braucht man irgendwie nicht viel nachdenken. Oh, hier ist ein Kletterpark. Hier klettern die Leute. Leider sind deshalb hier auch viele Autos. Sonst hier sonst nicht, aber heute ja. Guten Tag. Ja, noch einmal Gas geben. Oh, herrlich. Ja, das soll es mal gewesen sein von meiner Seite. Da würde ich sagen, machen wir jetzt mal unser Collision-Gespräch und erzählen euch mal, was uns noch sonst alles so aufgefallen ist bei diesem wunderschönen KTM-Motor. Na, wie war's? Geht voll. Schnell. Schnell. Nee, die, also die macht wirklich Spaß, muss man sagen. Ist echt geil. Ne? Also vor allem natürlich, weil man so cool drauf sitzt. Ne? Das ist ja erstmal irgendwie immer so bei solchen... Ja, obwohl ich finde, also es ist jetzt... Es gibt schon gemütlichere Reisetouren. Ne? Ich finde schon, du bist schon so ein bisschen nach vorne geneigt. Ja. Die Winkel ist relativ spitz. Also das ist schon so eine... Du meinst, das war gleich jetzt zu so einer Adventure irgendwas? Genau. So. Okay. Also es ist so ein Zwischending, finde ich. Ja. Stimmt, hast du recht, natürlich. Adventure-Bike-Sitz ist der Lenker noch höher, noch ein bisschen weiter an einem dran. Aber ich finde, man sitzt doch sehr gut. Also ich habe eben während meiner Probefahrt gesagt, dass ich damit den ganzen Tag fahren könnte. Könnte ich auch. Bin auch ein bisschen jünger als du. Könnte ich auch. Kleiner Scherz. Naja. Kleiner Scherz am Rande. Nee, die ist bequem. Man sitzt wirklich gut drauf. Fühlt sich auch alles tippitoppi an. Ja. Aber ich finde trotzdem... Das schon, dieser sportliche Aspekt, der ist schon spürbar, ne? Unbedingt. Also das ist schon so. Ein Sporttourer mit Sportfett unterstrichen, so, ne? Genau. Das liegt natürlich auch an der Leistung, am Motor. Ja, Also ich habe eben hier bei der Beschleunigungsfahrt, ich habe die, glaube ich, jetzt dreimal gemacht, das ist gar nicht mehr gekriegt, ich habe das hinten nochmal gemacht.
weil ich habe mich hier beim ersten Mal gar nicht richtig getraut. Man traut sich gar nicht richtig, ne? Du gibst Gas und es geht so. Du merkst aber, ich bin erst irgendwie da. Ich könnte noch so machen. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja, die hat schon Power satt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin lange keine KTM mehr gefahren. Dieser V2 von KTM, boah, das ist schon eine Macht irgendwie. Und irgendwie hat der auch was. Ich weiß nicht so genau, was das ist, aber. Also, was glaube ich nicht ganz unwichtig ist, ist auch der Sound. Die klingt auch fett. Ne? Ich finde, das macht ja was mit einem, wenn du drauf sitzt und Gas gibst und das auch akustisch dir nochmal sagt, so hier. Digga. Das los. Ist schon, die ist schon also auch gut hörbar mit allen Vor- und Nachteilen, was auch immer das bedeutet. Ich, ne? Also ich guck noch mal übrigens nach dem Standgeräusch. Ich blende das jetzt hier noch mal ein. Vielleicht hat KTM da sogar ein bisschen über das Ziel hinausgeschaut. Also hört sich lauter an als 95. Also, ne? Ja, und auch sehr, sehr bassig, ne? Sehr tiefe Frequenz. Ja, das also es klingt schon geil. Ist schon sehr geil, ja. Stimmt. Es gibt übrigens ja auch im Zubehörprogramm noch ein Acra. Genau, braucht man nicht, finde ich. Acra. Genau. Ja, ansonsten, was ist noch zu sagen zu der Maschine? Wie bist du so zurechtgekommen in der Bedienung? Finde ich gut gelöst. Also ich bin ja gar nicht so ein Freund von dem vielen Firlefanz. Mhm. Ich finde aber, dass es hier gut gelungen ist. Also selbst ich kam da relativ schnell mit klar. Ja. Man findet sich da schnell zurecht. Auch natürlich dank des großen Displays und diesen Piktogrammen und so. Das ist alles irgendwie sehr eingänglich, finde ich. Ich finde auch, fand ich schon immer. Ne? Früher sah das ja bei KTM ein bisschen anders aus, nicht ganz so stylisch. Aber die hatten ja schon immer diese vier Kreuze. Ja. Enter und zurück. Ne? Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen wie am Computer, finde ich. Das ist super intuitiv. Ja. Ne? Da kommt jeder Vollpfosten, selbst wir, kommen damit klar. Gut, was natürlich, wir haben jetzt nicht alles ausprobiert heute. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ich bin die ganze Zeit im Sportmodus gefahren, ich habe mir die anderen Modi gar nicht wozu auch. auch dieses voll elektronische Fahrwerk. Gut, wir sind jetzt in Automatik gefahren, ich habe vorhin noch mal geguckt. Das heißt, das hat tatsächlich automatisch halt das so eingestellt. Ne? So, gut. Jetzt sind wir nicht so geballert, insofern werden es wahrscheinlich auch nicht gemerkt, wenn das nicht so gewesen wäre. Aber es ist trotzdem, finde ich, wenn man schon ein elektronisches Fahrwerk einbaut, ne? Also eine elektronische Verstellung, dann finde ich ein semi-aktives Fahrwerk eigentlich das Konsequenteste. Weil das sagst du, einmal komm, mach du, ne? Und dann merkt er halt, was Trumpf ist. Und das funktioniert auch, ne? Bei KTM. Also das hat schon immer funktioniert und das wird hier auch funktionieren. Und das ist einfach echt geil. Was ich auch gut finde, ist hier diese Integration. Ja, finde ich auch. Also insgesamt das Heck, ich bin ja gar nicht so der, designmäßig gar nicht so der KTM. Fan. Ja. Was mir ganz gut gefällt, ist dieser Heckrahmen auch. Ja. Ich weiß gar nicht. Also man sieht den, ne? Ja, genau, der ist nicht verdeckt. Das ist so ein Style. Ja, ne? Find ich auch. So ein bisschen wie bei der Ducati Monster früher. Ja. Ne? Was ich echt bei der Maschine bemerkenswert, oder wo ich mich ein bisschen dran gewöhnen muss, habe ich mich auch noch nicht dran gewöhnt, ist die Front. Mhm. Also die ist ja schon immer so insektenmäßig gewesen, ne? Bei KTM. Das ist ja nichts Neues. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass das hier alles noch mal so ein bisschen, oh Jungs, fahr weiter. Dass das hier alles so ein bisschen runtergesackt ist. Ja. Weißt du? Ja. So, also es ist ein bisschen, ich weiß nicht, wenn ich so von hier gucke, also ich finde es ja geil, ne, dieses Kiska-Design, aber ich verstehe auch, wenn man das nicht mag. Weil ich glaube, das ist polarisiert. Ja, genau. Das ist halt so wie mit manchen Dingen. Ne? Entweder du bist der totale Fan davon oder du findest das nicht. Ja. Na gut, der Erfolg gibt KTM ja recht. Genau. Ne? Die verkaufen ja viele Maschinen und die sehen ja fast alle so aus. Ja. Also insofern, ich finde es auch geil. Ich finde, eine KTM erkennt man irgendwie 10 Kilometer gegen den Wind. Ne? Absolut. Völlig eigenständig, allein schon wegen dieser Farbgebung meistens. Ja. Und ja, geiles Bike. Also, mehr fällt mir nicht ein. Nee, also es gibt noch 3 Milliarden Dinge, auf die man eingehen könnte. Ich hab mir so Zettelchen ausgedruckt. Ne? Und dann gesagt, 7 Seiten, wo ich dann, da bin ich dann auch schnell. Das würde das Video aber auch sprengen. Also sie hat, das kann man vielleicht nochmal sagen. Ich finde, es ist wirklich viel an Bord. Ich weiß gar nicht, ob das so KTM-typisch ist. Ich glaube, sonst haben die auch gerne immer für jedes Ding noch aufpasst. Hier ist wirklich viel mit an Bord schon Serie. Ja. Paar Sachen nicht, Quickshifter nicht. Dann dieser super Hilfsfahrkontroll, Motorschleppregelung. Braucht man das alles? Weiß ich nicht. Hat viel in Serie mit an Bord, finde ich. Ja, finde ich auch. Also Quickshifter, okay, dass sie da das ist ja nur eine Software-Freischaltung. Naja, klar. Also ist es ehrlich gesagt eine Frechheit, ne, von KTM, weil wenn du das kaufst, wenn der kostet irgendwie alleine 300 Euro oder was, dann macht doch einer Sack fertig. Ne? Also ist alles schon da. Das Geld. Ist doch ein gutes Konzept. Also Leute in Österreich, überlegt noch mal euer Preiskonzept. Naja gut, machen andere ja auch. Also insofern. Gut, aber ich würde sagen, insgesamt ein rundes Ding und du hast es eingangs schon gesagt, ne? Sporttourer, es ist keine Reise-Enduro, aber wenn man ein bisschen... Ja, aber was ich ganz interessant finde, wir machen Alpentour, müssen da erstmal hin. Mhm.
fahren nicht mit dem Autoreisezug, sondern mit dem Motorrad. Dann ist es natürlich total geil, total, ne? Weil geil. Da knatterst du eben schnell mal Spur zu die 1000 Kilometer darunter, ab bis da und los geht's. Fährst mit 260 auf der A7. Ja, aber das finde ich, eigentlich eine ganz gute Kombination. Ja, das ist wirklich eine Allzweckwaffe, ne? Da kann man echt viel machen, außer ins Gelände. Ja, das war unser Test zur KTM 1290 Super Duke GT. Bei immer noch schönstem Wetter beenden wir jetzt langsam dieses Video hier. Nochmal der Hinweis, falls ihr dieses Gerät, dieses Geschoss, diese Interkontinentalrakete oder auch The Long Distance Beast, genau, Probe fahren wollt, dann kommt ihr mal rausgefahren zum Motorrad Rosa nach Haseldorf. Das ist in der Nähe von Hamburg, halbe Stunde von Hamburg entfernt. Hier gibt es super geile Landstraßen übrigens. Also hier kann man wirklich mal Probe fahren. Nicht so wie in der Stadt immer nur von Ampel zu Ampel, sondern hier gibt es Tiere, Hühner sehe ich da und so weiter. Ja, Wettbewerber. Welche Wettbewerber haben wir rausgesucht? Ja, das ist ein bisschen, ja, schwierig ist es nicht, aber es gibt von Carver gleich zwei, nämlich die Ninja 1000 SX, die hat ein bisschen weniger Leistung, und natürlich die Ninja H2 SX, die hat allerdings mehr Leistung. Also irgendwie liegt die so ein bisschen dazwischen. BMW R1250 RS wäre da noch zu nennen und natürlich auch die Suzuki GSX S1000 GT, die wir kürzlich auch getestet haben. Alle Bikes, die ich eben genannt habe, könnt ihr euch auf diesem wunderschönen YouTube-Kanal in Ruhe anschauen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal wieder ins Bett jetzt. Ne? Ja. Markus muss noch mal ein bisschen schlafen. Muss noch ein bisschen schlafen. Genau. Also, wir grüßen euch hier aus Norddeutschland. Und sagen gut. Tschüss.